Hallo Welt, da sind wir wieder, hier in unserem Vault 123. Ja, und wie wir gerade gesehen haben, ein Baby wurde geboren. Da bin ich aber mal gespannt, was für ein Baby das ist. Naja, ein kleines wahrscheinlich. Und wie man sieht, ja, ganz viele Leute sind fertig und es sind sogar einige maximal aufgestiegen in unseren Trainingsräumen. Da klicken wir doch erstmal von oben nach unten ab. Unser größtes Hobby, neuerdings, oh nein, Red Kakerlaken. Und das, wo gerade ein Baby im Vault ist. Naja, vielleicht kann es damit spielen. Naja, die wollen nicht spielen. Oder doch? Wir können gar nicht so viel unternehmen jetzt dagegen. Wir müssen doch erstmal abklicken. Wir sind doch noch gar nicht so weit. Also klicken wir erstmal ab. Wir beachten die gar nicht. Die ziehen ja auch nichts an Energie, Essen oder Wasser ab. Also ist das vielleicht jetzt erstmal gar nicht so wichtig mit den Red Kakerlaken. Abklicken, unser größtes Hobby. Habe ich gerade schon gesagt. Oh, okay, das reicht. Das ist zu viel. Ja, jetzt wird es erstmal richtig gut hier. Oh, das zweite Radio scheint auch jemanden angelockt zu haben. Das Sendezentrum hier bei uns. Das war's noch nicht ganz. Und wir sind Verzeihung, wir sind fertig. Ja, und als erstes schicken wir natürlich unsere Leute wieder alle in, also die fertigen Leute schicken wir in einen Lagerraum. Das heißt, Brandon Scott scheint hier fertig zu sein. Im Sportcenter hat er genug Agility erlangt. Ja, der kommt gleich wieder oben in die Cafeteria, denke ich mal. Obwohl, Stärke könnte er auch noch gebrauchen. Er war doch mal da oben, meine ich. Aber dann haben wir ihn auch ganz gerne mal rausgeschickt. Wie auch immer, vorerst kann er erstmal in die Cafeteria. Wenn nachher ein Platz frei ist, dann hoffe ich mal, dass wir dran denken und ihn wieder zum freien Platz schicken und ihn nochmal weiter trainieren lassen. Wo ist denn noch jemand maximal geskillt? Hier, das sieht doch gut aus. Glück haben sie! Lawrence Walker hat Glück. Da hat er aber Glück, dass er Glück hat. Moment, den schicken wir mal nach oben hier. Der ist ja etwas höher gestuft. Und Christian Jackson C. ist auch höher gestuft. Der kommt also auch erstmal, na komm schon, in diesen oberen Lagerraum. Dann haben wir hier noch jemanden, Joseph Murray. Stufe 35, auch er kann dann erstmal hier oben rein. Und hier haben wir jemanden, Craig Peterson, noch im Vault-Anzug. Aber der ist auch schon zu hoch gestuft, als dass wir ihn dann nach draußen schicken würden ins Ödland. Und hier, Harry Myers, Stufe 17. Ja, der könnte noch ins Ödland. Den schicken wir mal in einen unteren Raum hier. Und hier unten sollten jetzt eigentlich alles genau Stufe 1 Leute sein. Ja, oder unter Stufe 30 zumindest. Die kommen mal hier rein.
Und Carol Parker ist Stufe 1. Moment, das war's? Ja, das war's. Dann gucken wir, wer hier jetzt angekommen ist. Und zwar haben wir eine Margaret West. West haben wir schon einige im Vault. Sie bringt uns vor allem Stärke, Ausdauer, Intelligenz, Beweglichkeit und Glück mit. Und da darf sie auch gleich... Oh, Moment, welche Stufe ist sie? 1, natürlich. Die, die angelockt werden, sind ja immer auf Stufe 1. Dann darf sie auch gleich unten in den Lagerraum zu den anderen... Kadetten, sage ich mal. So, ist denn hier noch ein Platz frei? Ich hoffe, ja. Genau, ein Platz ist da noch frei. Und Carl Sanders kommt auch zu uns in den Vault. Auch er ist auf Stufe 1, bringt aber, wie man sieht, schon etwas mehr Agility mit. Das könnten sogar 3 Punkte sein, wie es aussieht. 3 Punkte Beweglichkeit. Carl Sanders auf Stufe 1. Und der Lagerraum ist voll. Schwuppdiwupp. Rein damit. Ja, was haben wir denn dann noch? Da ist doch noch einiges passiert. Hier ist jemand aufgestuft. Und hier unten ist jemand fertig verändert worden. Auch das schauen wir uns... Oh, ich wollte mir das eigentlich angucken. Ich wollte nur gucken, wie er heißt. Das ist Todd Jenkins auf Stufe 47. Ja, und damit darf Todd Jenkins sofort wieder in ein Kraftwerk. Wir gucken mal, wo gerade ein Platz frei ist, denn wichtig ist es natürlich, dass hier oben das Kraftwerk voll belegt ist, falls es zu einem Angriff kommt und falls die Angreifer es schaffen, eine Etage tiefer zu kommen. Aber das ist schon voll belegt. Dann nehmen wir den nächsten Raum. Auch dieser hier ist voll belegt. Und dann schauen wir hier mal rein. Gut, hier ist ein Platz frei. Da fällt mir aber gerade ein, wir haben den Trainingsraum direkt daneben. Also schicken wir ihn lieber hier nach links auf die linke Seite. Dann können wir vielleicht einfacher die Leute nachher rausziehen, die noch nicht Stärke voll geskillt haben und die dann in die Trainingsräume stecken. So, dann wissen wir ja schon mal Bescheid. Und er bringt 10 Punkte Energie dazu. Sehr schön. Das läuft ja alles ganz gut. Ein Feuer ist ausgebrochen. Und niemand ist da, um es zu löschen. Aber wir haben da drunter einen Raum. Das ist aber mal ein großes Feuer. Drunter ist ein Trainingsraum. Moment, Moment. Haben wir jetzt was falsch gemacht? Denn die Leute... Ja gut, wenn die Leute auf 50 gestuft sind, dann ist das okay. Ja, das geht. Denn auf Stufe 1 hätten wir jetzt ungern jemanden dorthin geschickt. Das breitet sich ja gut aus hier. Zum Glück krachen die Räume dann nicht gleich zusammen. Hey, was ist denn hier heute los? So ein Feuer? Haben wir überhaupt schon mal so ein Feuer gehabt? Das sich dermaßen ausgebreitet hat? Nicht, dass ich wüsste. Ja, da können wir im Moment nur zugucken, wie man sieht. Und alle kriegen einen Level-Up wahrscheinlich verpasst. Oh nein, ist das hier der Raum? Das ist der Raum? Nein, hier unten? Nein, doch hier oben. Das ist der Raum mit den ganzen Erststuflern. Das geht mir alles zu schnell heute. Irgendwie ist das merkwürdig. Sonst haben wir doch immer ein bisschen Zeit. Können die Leute erstmal irgendwo zuweisen? Ja, wir lassen sie natürlich sterben. Sie sollen ja nicht aufstufen. Das ist ja Sinn der ganzen Sache. Sonst hätten wir ja die Trainingsräume hier unten auch nicht bauen müssen. Das... ist sonst irgendwie sinnfrei alles. Ein Raid-Kakerlakenbefall und so ein heftiges Feuer schon in dieser kurzen Zeit. Na, ich hätte drauf verzichten können jetzt am Anfang. Und die beiden hier sind ganz alleine.
Wo sind die anderen alle jetzt? Hier oben. Oh Mann, oh Mann. Ja, und das Übliche machen wir jetzt. Oh, Moment. Und das Übliche machen wir jetzt. Wir gucken uns an, welche Räume erstmal unten frei sind, damit wir schon mal die niedrig gestuften alle wieder versorgt bekommen. Und hier sind zwei Plätze frei. Im Waffenzentrum Perception wird dort ausgebildet. Und da gucken wir gleich mal, wer kann denn Perception gebrauchen? Harry Myers kann Perception gebrauchen. Aber wir haben nur zwei Plätze frei. Wir gucken erstmal, wer da gestorben ist, wenn das Feuer hier irgendwann mal gelöscht wird. Ja, was für ein Start heute. Aha, sie trainieren gleich weiter. Wie schön. Ja, jetzt können wir sie hier aufwecken wieder. Und ich hoffe, ja, sie sind noch auf Stufe 1. Ich hoffe, da bleiben sie auch erstmal. Und jetzt machen sie wahrscheinlich alle Pause, oder? Oh nein, vielleicht bleiben sie auch hier im Raum. So, dann schauen wir doch mal. Wer kann denn hier von euch Perception gebrauchen? Gerade sagte ich schon, Harry könnte Perception gebrauchen. Der wird aber nicht sehr glücklich dabei. Carl, Margaret, Carol. Außer Linda kann hier... Und Brandon, außer Linda und Brandon kann hier jeder Perception gebrauchen. Und hier haben wir Carol, sie darf Perception trainieren. Ja, nach unten. Linda Clark hat bereits Perception, aber Margaret ist ja ganz neu dazugekommen. Auch sie darf dann gleich nach unten. Und ihre Wahrnehmung etwas trainieren. Schauen wir mal weiter. Welcher Raum ist noch frei geworden? Hier haben wir einen Platz im Fitnesscenter. Endurance wird dort trainiert. Endurance. Und da haben wir Linda Clark, die den Raum gleich komplett ausfüllt. Endurance war das hier. Hier unten ist ja nichts frei. Und hier sind, glaube ich, sogar zwei Plätze. Nein. Nein, nichts frei hier. Irgendwo sind noch zwei Plätze frei geworden. Hier, Glück, kann jemand noch trainieren. Vorsicht. Wer von euch braucht denn noch Glück? Braucht ihr beide wahrscheinlich. So, Glück. Das war's dann aber. Der Raum ist jetzt voll, ganz genau. Und das war's dann hier an der Stelle erstmal mit den Trainingsräumen. Und wir gucken weiter, was noch frei geworden ist. Hier sind zwei Plätze frei im Casino. Nochmal Glück. Oh, wie es aussieht. Haben die Leute dann hier schon alle Glück? Da fehlt doch wer. Moment mal, wir hatten doch einen übrig noch. Oder etwa nicht? Haben wir den jetzt irgendwo hier unten reingesteckt? Nein. Ah, vielleicht macht jemand Kaffeepause gerade? Nein, auch nicht. Ach. Das ist ja ein Ding. Moment. Wir haben das bestimmt übersehen wieder. Moment, 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 Moment. Doch, da unten sind doch zwei. Was ist denn? Wieso haben wir die dann gerade nicht gesehen? Zwei Leute. Harry und Brandon. Brandon kann Glück noch trainieren? So, Glück. Hat's geklappt? Ah ja, da fährt er nach oben. Und, liebe Welt da draußen, ein Highlight. Drei neue Bewohner kommen hinzu. Hier haben wir noch jemanden. Olivia Hall kommt zu uns in den Vault.
und sie bringt uns Stärke, Wahrnehmung, Ausdauer, Intelligenz und Glück mit. Ja, und als erstes, wir wissen ja, Glück waren zwei Räume frei, also darf sie dann auch gleich weiter Glück trainieren hier, oder? Genau, da ist, also zwei Plätze waren da frei und da darf sie dann sofort ins Casino. Da lernt sie gleich mal den Vault kennen und wie das hier alles so läuft. Ist das das richtige Casino? Ja, klar. Hier sind sogar drei Plätze frei. Intelligenz. Na, Verzeihung, ja, da gucken wir mal, wer Intelligenz noch gebrauchen könnte. Und Harry Myers kann keine Intelligenz brauchen, der ist schon super intelligent. Auch Lawrence Walker ist intelligent genug. Und auch Christian Jackson ist intelligent. Dann haben wir Joseph Murray, auch der ist intelligent, das war's schon, oder? Drei Leute? Nein, vier. Irgendwo ist hier noch jemand. Craig. Craig habe ich gar nicht gesehen. Lawrence? Joseph? Wo ist Craig? Ach, hier hat er sich versteckt. Craig hat auch Intelligenz. Ja, was machen wir denn da? Wir könnten das jetzt natürlich austauschen. Also wir könnten jemanden aus einem anderen Raum in die Akademie schicken. Aber das schaffen wir gar nicht mehr in dieser Folge. Also werden wir das eventuell in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.